Das ist Sozialisierung mit einem nicht so gut Pferde sozialisierten Hund. Ferdi! Der Ferdi ist relativ ruhig, vorsichtig, ignoriert es einmal. Sie will hin. Lass ruhig hin. Das Annähern ist immer ruhig, vorsichtig. Es kann natürlich immer sein, dass der andere Hund dann, ja, genau, nicht so freundlich ist, aber der Ferdi geht dann, weicht dann einfach aus, reagiert überhaupt nicht. Genau, geht, sitze. Der andere Hund wird einfach gemaßregelt. Muss genauso ruhig sitzen, während der andere nur spazieren geht. Aber der Ferdi ist nicht ängstlich, er versteckt sie nicht. Er spielt, so, du spielst nicht mit mir, spiele ich halt allein. Und sie ärgert sie natürlich. Aber das hat nichts damit zu tun, dass das Hunde auf Welpen nicht losgehen. Das gilt immer nur für das eigene Rudel. Welpen oder Hündinnen von Rüden aus fremden Rudeln werden sehr wohl attackiert. Also das ist ein Mythos. Sie sollten zwar nicht auf Welpen losgehen, es ist aber durchaus jetzt nicht so untypisch. Das ist natürlich Stress für beide Hunde, für den Hund an der Leine natürlich noch mehr. Und er geht immer wieder langsam hin. Und wenn sie wieder unfreundlich ist, weicht er sofort wieder aus. Also er versucht, ihr zu signalisieren, du schau her, es passiert nichts, ich tue nichts. Das sind so wahnsinnig wichtige Übungen auch. Man sieht es beim Ferdinand schön. Er geht nie direkt hin, er geht immer im Bogen hin. Und sie ist natürlich jetzt auf 180. Das ist ja die Kunst, die Hunde so dann runterzubringen. Das ist auch ein Geduldsspiel. Das ist nichts, was man von heute auf morgen in den Griff kriegt, sondern das ist wirklich Arbeit und intensives Training. Ferdi, komm! Ferdi, komm her! Zu mir! Komm her, Schatz! Ja, brav! Komm her! Super! Super!